Ja, schönen guten Tag. Michael Gürzahn, Torwart Viktoria Resse. Und neben mir sind hier Marc Svensson, Viktoria Resse, rechter Verteidiger. Patrick Kroll, Viktoria Resse, Mittelfeld. Verletzt dabei. Verletzt. Ja, verletzt. Ja, wir tippen den nächsten Spieltag schon mal im Voraus. Schwarz-Weiß Wattenscheid gegen Obersprockhövel. Komm, wir machen in der Reihe nach. Du darfst das erste Spiel tippen. 2-1 für Wattenscheid. CSF, SF, Bochum-Linden gegen SV Soding. Ja, in Bochum-Linden auf dem tiefen Platz wird Soding Probleme bekommen, aber die holen da noch ein 1-1, denke ich. So, dann haben wir Buhr gegen Hombrucher SV. Ja, ich denke, dass die SSV Buhr einen sehr spielstarken Gegner hat, also rechne ich mit dem Unentschieden 2-2. Dann haben wir Hedefspor Hatting gegen SV Hilbeck. Ja, Hedefspor Hatting, die müssen. 9 Punkte haben die, glaube ich, ne? Aber Hilbeck hat eine starke Defensive. Da wird 0-2 ausgehen. Fetinaspor Herne gegen Arminia Marten. Da gibt ein 2-2, denke ich. Ja, dann haben wir Günnigfeld gegen Resse. Ja, da, der Fairness halber tippen wir da mal nicht. Also bin ich dran mit Kemminghausen gegen Mühlhausen-Uelzen. Ich denke, dass Kemminghausen zu Hause ziemlich stark ist und deswegen werden sie mit einem 2-0 werden sie die Hinserie quasi beenden. Ja. Schön wird punktlos rausgehen. Und Schüren hat spielfrei. Ja, die sind immer gut. Also wünschen wir im Vorfeld schon mal allen ein schönes Weihnachtsfest und eine erholsame Winterpause. Wir sehen uns dann in guten Rutsch auch.